Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich freue mich. Es ist schön, dass ihr da seid und dass es euch gibt. Diese Community, die mich begleitet, schon recht lange unter Umständen, viele von euch. Ein herzliches Willkommen an alle, die neu sind. Schön, dass ihr hergefunden habt. Und ganz, ganz lieben Dank, dass ihr jetzt hier die Zeit findet, dieses Video zu schauen. Ja, wo soll es hingehen? Ich möchte ein Reading machen für alle, die sich allein fühlen, von mir aus auch Single sind. Und wir schauen mal gemeinsam, was sich da in nächster Zeit so für euch auftut in Sachen Partnerschaft, im Leben generell und überhaupt. Ja, das ist jetzt also gerade meine Vorstellung und ja, wie immer bitte ich den Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading und auch um Führung, dass hier jetzt die Karten fallen möchten, die uns dein Leben, deine Zukunft ein bisschen öffnen und zeigen, wie es für dich weitergeht. Ja, die Lennys. Die kleinen mit der blauen Eule hinten und dem Skatblatt vorne drauf. Ist Situation Zukunft. Oh, die Blockade, gut. Hoffentlich nicht das Geheimnis, was sich umdreht. So. Ja, dann schauen wir doch mal. Mal sehen, ob wir das jetzt alles drauf kriegen. Ja. Du bist sehr intuitiv. Das ist das, was da als erstes reinkommt. Hast hier etwas beendet in der Vergangenheit. Hier liegen auch noch so Beendigungskarten in einer Beziehung. Der Herr hat hier jemand anderen. Das ist raus. So, die Konstellation ist auch etwas, was mir sagt, du hast hier von deinen Eltern das ein oder andere so vorgelebt bekommen. Und stellst vielleicht die Liebe für dich selbst, zu dir selbst da in Frage aufgrund der Konstellation Vater, Mutter, wie die miteinander umgegangen sind oder wie sie miteinander gelebt haben oder auch nicht, was da also war oder gefehlt hat. Ja, das nimmt man leider unbewussterweise vielfach mit und ja, das arbeitet an mir und dann ziehe ich natürlich auch vielfach diese Themen, die da noch unbewusst in mir arbeiten, immer wieder an, die dann über andere in mir getriggert werden. Ja, hier gilt es loszulassen. Ich bin nicht Mama, Papa und ich muss auch für niemanden irgendwas austragen. Das ist generell so in dem Fall ist das, warum wir hier sind. Unser Leben, wir selbst und unsere eigene Erkenntnis. Und der Weg zurück in Licht, Liebe und Vollkommenheit. Ja, du guckst im Moment in die Arbeit, die du auch sehr liebst. Hier gibt es viele Gespräche,
Vielleicht auch zu einem etwas späteren Zeitpunkt, ein Neuanfang oder zumindest in neuer Konstruktion. Ja, dann habe ich hier die Tendenzen liegen, dass du auch über die Liebe nachdenkst, die Sehnsucht hast, ankommen möchtest. Es gibt da einen Mann, mit dem du dir einen Neuanfang wünschst und dir das auch alles sehr positiv vorstellen kannst. Allerdings ist der noch nicht so ganz dahingehend unterwegs. Der redet nicht über alles. Auf der einen Seite will er einen Neuanfang, ist freundschaftlich in deine Richtung verbunden. Und man steht hier auch scheinbar im Kontakt. Allerdings hat der hier noch ein ziemliches Problem, würde ich jetzt gerade im Moment sagen. Wir werden aber noch rausfinden, was es ist. Also falls du da jemanden hast, mit jemandem im Kontakt stehst, was hier eine freundschaftliche Ebene ist und du nicht weißt, woran du bist, mittlerweile vielleicht auch schon in den Überzeugungen läufst, der Typ ist mehr Schein als Sein und wer weiß, ob da überhaupt was rauskommt. Also lassen wir das Ganze mal, weil wir sind hier schon oft genug verletzt worden. Ich will jetzt endlich eine positive Liebe leben und möchte jetzt auch ankommen, denn das ist die Reihe, die hier liegt. Ja, durchaus auch möglich, dass du da jemanden im Kopf hast, der nicht weitergeht oder du auch schon mal eine Erfahrung gemacht hast, dass du die Liebe mit dem Mann, den du ganz gern hättest haben wollen, nicht gelebt hast, weil der nicht wollte, nicht konnte, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es hier sicherlich das Thema, dass du da die Erinnerung noch dran hast, dass du dich da verletzt gesehen hast. Jetzt aber weißt, du möchtest eine neue Liebe leben und dir das unter Umständen hier, wenn sich jemand nicht entscheiden kann, auch relativ schnell sagst, nein, ich weiß, was ich will und ich möchte ankommen und nicht Larifari. Ja, also viele Aspekte, ihr merkt das. Das ist so, wenn man Lennys legt, da gibt es mehrere Bedeutungen. Ja, du bist im Moment blockiert, machst dich relativ viele Gedanken, kommst manchmal so ein bisschen in den psychischen Bereich, aufgrund dessen, weil du da eben noch nicht ankommst, wo du hin möchtest. Wie gesagt, Arbeit wird sich hier generell zeigen, dass da Veränderungen kommen. Da kommen Gespräche und auch neue Verträge, falls du hier halt recht selbstständig arbeitest und da dann auch Verträge, die du abhandelst, auch angewiesen bist. Das Geld an sich ist im Wachstum und Sicherheit da. Da gibt es keine Themen. Freundeskreis hat man hier. Da wohnen welche ein bisschen weiter weg. Mit denen trifft man sich dann halt auch. Ja, das ist momentan das, was hier reinkommt. Ja, vielleicht ist dein Vater schon gestorben oder Mutter. Und da ist so ein bisschen die Aufgabe, da vielleicht in das ein oder andere Thema auch noch mal hineinzugucken, was du da mitgenommen hast. Wir gehen jetzt in dein Zukunftsbild. Also erstes Thema ist auf jeden Fall Arbeit.
Du wirst hier wieder Gespräche führen, es kommen hier wieder Verträge rein, du liebst deine Arbeit, der Aufschwung liegt hier drin, da kommt auch was wie ein Geschenk auf dich zu, hier kommen wieder die Veränderungen rein. Also falls das gerade hier irgendwie so ein bisschen im Stillstand ist, bist da gerade nicht so ganz glücklich und bist dir nicht ganz sicher, wie es da gerade weitergeht. Wir haben hier die Veränderungen, das ist positiv. Hier liegt die Liebe, hier liegt das Geschenk, was positiv ist, was auch geführt ist. Wir haben den Stern dabei, die Gespräche und ja, also das wird hier jetzt nicht stecken bleiben, falls du gerade irgendwo so ein bisschen das Gefühl hast. Ja, Liebe an sich liegt auch in Veränderungen da in positiver Form. Freundeskreis, gut, wirst du hier anfangen, so ein bisschen auszumustern, wer nicht mehr in deine Kategorie passt. Das ist ziemlich offensichtlich. Bindung, hast du eine Trennung hinter dir? Vielleicht noch ein bisschen abschließen. Das wäre schon möglich. Dazu gehört unter Umständen auch der Bär, der hier in eine neue Liebe guckt. Noch so ein bisschen an dir hängt, das Ganze hier noch so ein bisschen als falsche Veränderung ansieht, wenn man sich da getrennt hat. Aber ja, du hast das so entschieden. Dann gibt es hier so einen Kandidaten, da liegt eine neue Liebe, da liegt die Sehnsucht nach der Liebe da. Man macht sich relativ viele Gedanken. Das ist im Moment so möglich, dass der Herr hier auch eine Trennung hat oder etwas für sich noch aufzulösen hat. Das kommt hier auch rein. Du hast mit dem hier schon Gespräche geführt. Der hat hier durchaus Gefühle für dich. Das ist so. Falls er hier Kinder hat, liebt er die auch. Scheint auch beruflich unterwegs zu sein oder auch durchaus in einer höher dotierten Position. Das kommt hier auch so ein bisschen zum Tragen. Ja, aber wir haben hier noch nicht jetzt die Bindung und auch noch nicht, geht es hier weiter oder nicht. Du müsstest eine Entscheidung treffen für dich selbst, wenn du eine neue Liebe leben willst. Wenn also der Herzensmann, die Hauptpersonenkarte, die hier sicherlich auch die Sehnsucht nach der Liebe hat, der auch Gefühle hat nach dem Kartenbild, nicht weitergeht, weil er da bleiben will, wo er ist, gut, dann ist das auch so, hat mit dir nichts zu tun und auch nicht mit den Gefühlen, die da in dir hochkommen. Nein, der hat seine eigenen Prioritäten, der hat seine eigenen Themen und der darf durch seine eigenen Themen auch allein durch. Ich kann für mich immer nur selbst entscheiden, ob das, was er mir zeigt, was er mir gibt, was er mit mir leben will, auch wirklich meins ist. Ja, eine ganze Menge. Wir haben hier unten noch so einen Kandidaten, der kann im Sommer kommen mit dem Reiter, der auch recht positiv ist, so wie er hier drin liegt. Allerdings liegt er im Moment relativ weit weg von den Gefühlen. Also möglich, dass da auch noch mal einer auftaucht, der was von dir will. Aber ja, es sieht nicht so ganz aus, als ob du dahin gehst. Gut. Schauen wir mal, wie das hier weitergeht bei dir. Ja, wir haben jetzt also hier mehr oder weniger eine Häuserlegung.
Und jetzt gucken wir uns hier das Thema nochmal an. Ja, du steckst hier derzeit so ein bisschen fest. Normalerweise liegst du da. Und du hast ja in Sachen Arbeit Entscheidungen zu treffen, machst dir viele Gedanken, bist doch vielleicht viel unterwegs. Ist deine Lebensaufgabe, da liegt es schon da, dass hier mehr oder weniger diese Aufgabe sich auch wieder auflöst und es dann wieder vorangeht und du da deine Verträge mit deinen Kunden hast. Ja, also das Thema löst sich auf. Geld liegt auch positiv da im Wachstum, im Zulauf. Also auch nicht das Thema. Freundeskreis, auch hier oben, du wirst das aussortieren, wer da nicht mehr zu dir gehört, nicht mehr zu deinen Energien passt. Da kommen immer meistens auch neue dazu. Ja, jetzt geht es um die Beziehung. So, von der Position aus gesehen, gibt es jemanden, über den du nachdenkst, wo auch Gefühle sind? Und ja, hier liegt auch so ein bisschen die Verletzung. Man ist also sehr vorsichtig, was Gefühle angeht. Da gibt es auch jemanden, der Liebeskummer hat. Der ist Seelenpartner. Das ist so. Der möchte hier gerne wieder Begegnungen, auch viele Begegnungen haben. Und steckt aber zurzeit auch fest. Ja, also der müsste sich entscheiden. Er weiß, dass er sich entscheiden müsste, wenn er zu dieser Liebe zu dir stehen will. Die Entscheidung liegt auch auf der Liebe. Die liegt nämlich normalerweise da. Und wäre hier auch schicksalsbedingt. Du möchtest eine feste Bindung und müsstest eigentlich auch eine Entscheidung treffen, die du momentan noch nicht triffst. Denn wenn wir dich wieder dahin legen, liegt hier die Unklarheit da. Gut, der hat dich im Kopf. Im Moment scheint ihr euch da gerade nicht zu unterhalten. Der macht gerade auch dicht, scheint sich hier zurzeit eher so mit seiner Arbeit auseinanderzusetzen, aber guckt nicht in die Gefühle. Hat hinter sich noch eine Frau liegen. Und hier sind jetzt keine Gefühle da, weil er generell sowieso zumacht, was die Liebe angeht und verdrängt das Ganze. Macht sich zwar relativ viele Gedanken, kommt aber nicht weiter. Also falls du da irgend so einen Kandidaten hast, der feststeckt und du weißt nicht, woran du bist, dann ist das der Herr. Du weißt, was du willst. Du möchtest in eine feste Bindung, du möchtest in einen Neuanfang und Veränderungen gehen. So. Die Karte liegt normalerweise hier. Hier liegt es so da, dass hier ein Neuanfang ist, relativ plötzlich mit auch der Liebe. Und das kann eindeutig in Veränderungen gehen. Dann haben wir der Neuanfang, der auf der Beziehung liegt, der liegt normalerweise da. Also müssten Veränderungen kommen, es kommen Gespräche, hier gibt es Begegnungen und dann wird hier sicherlich auch eine Klärung stattfinden, weil man sich hier über das Leben, die Beziehungen auch unterhalten wird. Ja, das ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, hier ist ein Herr und hier kommt noch einer. Der weiß zurzeit nicht, woran er ist. Der möchte Liebe leben, eine Beziehung und die Veränderung und einen Neuanfang. Hat unter Umständen eine Beziehung beendet, denn es liegt hier. Der kommt also mehr oder weniger auf dich noch zu. Den gibt es noch nicht. Der möchte Veränderungen in der Liebe. Den siehst du aber noch nicht. Kann sein, falls du, wie gesagt, beruflich unterwegs bist, was hier liegt, dass du den Herrn kennenlernen wirst. Und dann hast du für dich eine Entscheidung zu treffen, denn normalerweise, wie gesagt, liegst du da in Sachen Liebe, von der du noch keine Ahnung hast. Dann kommen auch positive Gedanken in dir hoch. Das ist eindeutig da. Und der liegt hier auch in deiner Ebene und an der Arbeit. Also du wirst nach dem, was hier reinkommt, nicht nur den Herrn im Kopf haben, den du gerne haben willst, der unter Umständen nicht weitergeht, sondern da bleibt, wo er ist, weil er sich selber blockiert, sondern noch einen zweiten Herrn, der noch kommen muss, längstens bis Ende September. Und dann hast du eine Entscheidung zu treffen, was du willst.
Also so kommt es in deiner Häuserlegung rein. Du bist auch jemand, die das Glück im Lebensbereich dabei hat. Du fällst also auch immer wieder auf die Füße, bist stark für dich selbst und holst dich auch immer aus unangenehmen Situationen wieder raus, gehst deinen Weg weiter, lernst für dich weiter, wächst in dir und wirst somit auch hier immer stärker, findest in deiner Eigenliebe, in deine Fürsorge, deine Akzeptanz, in den Respekt und die Wertschätzung, Achtsamkeit für dich selbst. Ja, du bist liebevoll, du bist gefühlvoll, du bist flexibel, du kannst reden und du weißt auch, was du willst. Ja, also du hast alle Pakete bei dir, um aus dir und deinem Leben ganz viel zu machen, zu dir zu stehen und auch zu dieser Liebe zu kommen, die du hier auch ganz gerne hättest. Auch wenn hier noch Trennung liegt, noch Liebeskummer liegt und du ja die Liebe und die Veränderung so noch nicht siehst. Aber die liegen hier jetzt schon. Gut, wir gucken jetzt noch mal mit der Secret Key Cards von Nadine Breitenstein. Ja, hier heißt es also auch für dich: Blockadenlösung, Karma-Auflösung, dich selber reinigen. Wir haben hier Wohnortwechsel, Koffer packen, alles Alte hinter sich lassen, um auch aus diesen Energien rauszukommen, die hier nicht mehr förderlich sind. Ja, da ist die Entscheidung, die hier ansteht, sicherlich für diese Kursveränderung im Leben, denn es ist ja auch eine Lebensentscheidung, die mit Sicherheit auf dich zukommt. Du bist hier die feurige Frau, du weißt, was du willst und da kommst du auch immer wieder hin, was ich vorhin schon sagte. Du bist auch mit Eifer und Leidenschaft bei der Sache, kommst immer wieder in die, deine Stärke, den Optimismus zurück, auch wenn es mal gerade nicht so toll aussieht, auch wenn man hier durchaus dann die Realität manchmal ablehnt, weil man Sehnsucht nach etwas hat. Das ist normal, das haben wir alle. Du bist aber auch sehr intuitiv. Du wirst hier auch mit Sicherheit deiner Intuition folgen. Klar ist es immer mal so, wenn man im Stress steht, dann meldet sich der Körper. Das ist bei dir und bei allen anderen dasselbe in Grün. Also dann wird man den Rücken oder Magen-Darm-Bereich oder die Kopfschmerzen oder es tut irgendein Gelenk weh, dann sind das meistens Anzeichen, dass irgendwas gerade nicht so ganz stimmt. Ja, hier ist aber der Neuanfang und auch etwas Neues, was entstehen wird. Die Begegnung. Also du wirst beiden Herren begegnen und es kommt gerade bei mir rein und dann sicherlich auch deine Entscheidung treffen, je nachdem, was hier gesagt wird. Es gibt hier noch eine dritte Person, wo da jemand noch nicht so ganz loslassen kann. Ja, auch über den Weg und diese Zweifel und Ängste kommt man da auch immer wieder hin. Es gilt wirklich, dann wieder zu mir zurückzukommen. In die Ruhe, die Angst zu lösen, den Blickwinkel zu verändern, um auch wieder vorwärts gehen zu können. Löse dich aus den alten Verstrickungen und manifestiere neu. Es ist so, das ist der Weg. Das sind die Themen, die dann Anlage sind, um aus diesen gefühlten Löchern immer wieder rauszukommen. Ja, du stehst hier nach wie vor auch unter Beobachtung, auch wenn hier eine Distanz ist. Man beobachtet dich, man guckt auf dich, aber davon hast du auch nichts, wenn du eine feste Bindung leben willst, auch wenn der Herr dann noch so tüchtig ist
und in dem Bereich durchaus verlässlich und fleißig, aber damit hast du noch keine Beziehung. Hier ist auch eine Karte. Ja, vielleicht holst du dir auch mal Rat von irgendjemandem, um na, einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache zu haben. Da kommt aber die Wunscherfüllung. Sei dir dessen bewusst, was du möchtest. Und genau das solltest du dir visualisieren, dir vorstellen, da hineingehen, diese Gefühle mitbringen, wie toll das alles ist. Wie gesagt, wenn es eine Partnerschaft ist, bitte nicht mit einem bestimmten Mann, sondern dich in diese Partnerschaft hineinfühlen, die du leben willst, denn dann kann auch das Neue kommen. Ja, da sind andere Bestätigungen, die du hier mehr oder weniger erhältst. Und es wird hier noch ein bisschen Innenschau ab von dir eingefordert, loslassen, Altes abhaken, die nächsten Schritte zu tun, auch im Manifestieren, um dann sicherlich auch das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Ja, ich drücke euch die Daumen, ich wünsche euch das und euch nun einen angenehmen Tag. Schöne Zeit, schönen Urlaub, was auch immer. Ich bin bei euch, ich drücke euch. Ganz viel Spaß und Freude. Bis dann, bestimmt bis bald. Ciao, ciao.